Im Privatrecht sind zwei Gesetze besonders wichtig: das Zivilgesetzbuch, kurz ZGB, und das Obligationenrecht, kurz OR. Das OR heißt eigentlich Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und stellt damit nichts anderes als den fünften Teil des ZGB dar. Im Obligationenrecht werden die Grundzüge der Obligation geregelt. Der Begriff Obligation stammt vom lateinischen Wort obligare, was mit verpflichten übersetzt werden kann. Im Obligationenrecht geht es also primär um Verpflichtungen oder anders gesagt um Schuldverhältnisse, wie zum Beispiel aus einem Vertrag. Die eine Partei, der Gläubiger, darf vom anderen, dem Schuldner, eine Leistung fordern. Dieser wiederum schuldet im Gegenzug die vereinbarte Leistung, zum Beispiel eine bestimmte Geldsumme. Täglich gehen wir mehrere solche Obligationen ein, sei es indem wir am Kiosk eine Zeitung kaufen, dem Kollegen ein Zimmer untervermieten oder im Online-Shop Sneakers kaufen. Wir werden aber gleich sehen, dass nicht alle Obligationen immer aus Vertrag entstehen müssen. Es gibt auch andere Entstehungsgründe, doch dazu gleich später. Hier nochmal ein Beispiel für eine Obligation aus Vertrag. Hier ein Arbeitsvertrag. Wir haben den FC Zürich und wir haben einen Fußballspieler. Das heißt, der FC Zürich ist Schuldner bezüglich der Lohnzahlung und der Fußballspieler ist der Gläubiger. Das heißt, der Fußballspieler hat Anspruch auf eine Leistung und der FC Zürich ist zu einer Leistung verpflichtet, nämlich dieser Lohnzahlung. Bei einem Arbeitsvertrag gibt es aber noch eine zweite Leistung, nicht nur die Lohnzahlung, sondern auch die Arbeitsleistung. Hier ist es nun umgekehrt, hier ist der Fußballspieler der Schuldner und der FC Zürich der Gläubiger. Der Fußballspieler ist zu einer Leistung verpflichtet, das Fußballspielen, und der FC Zürich als Gläubiger hat Anspruch auf diese Leistung. Wir sehen also, bei Verträgen sind beide Parteien sowohl Gläubiger als auch Schuldner, weil es immer zwei Leistungen gibt. Verträge sind nämlich zweiseitige Rechtsgeschäfte, das heißt, beide Parteien sind sowohl Schuldner wie auch Gläubiger. Obligationen sind also Forderungs- und Schuldverhältnisse. Die meisten Obligationen entstehen aus Vertrag, so wie vorhin aus diesem Arbeitsvertrag. Es könnte aber auch ein Kaufvertrag, ein Mietvertrag, ein Auftrag oder auch ein Ehevertrag, ein Erbvertrag und so weiter sein. Es gibt aber auch Entstehungsgründe von Gesetzes wegen, die sind ein bisschen seltener und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Hier braucht es keine Vereinbarung, keine Abmachung zwischen den Parteien, sondern die treten ein, weil die Tatbestandsmerkmale des Gesetzes erfüllt sind. Auf den nächsten Folien schauen wir uns die unerlaubte Handlung ein bisschen genauer an. Unerlaubte Handlungen führen immer zu Schadenersatz. Bei der unerlaubten Handlung befindet man sich im außervertraglichen Recht, im Haftpflichtrecht. Um was geht's? Es geht immer um die Bezahlung von Schadenersatz für widerrechtlich zugefügten Schaden oder um die Bezahlung einer Genugtuungssumme, Schmerzensgeld, für erlittene Beeinträchtigungen. Ganz wichtig ist, dass wir die unerlaubte Handlung im OR nicht mit einer unerlaubten Handlung im öffentlichen Recht verwechseln. Im öffentlichen Recht sprechen wir ja auch von unerlaubten Handlungen. Es ist unerlaubt, jemanden umzubringen, es ist unerlaubt, etwas zu stehlen, es ist unerlaubt, mit dem Auto über eine rote Ampel zu fahren. Das sind alles widerrechtliche Handlungen, also gegen das Gesetz, aber hier geht es in erster Linie nicht um Schadenersatz. Im OR, also OR 41 folgende, geht es immer um Schadenersatz.
Anspruchskonkurrenz liegt vor, wenn der Geschädigte seinen Anspruch aus verschiedenen Anspruchsgrundlagen im Gesetz herleiten kann. Ein Beispiel: Der Mieter eines Segelbootes läuft auf Grund, weil er falsch und fehlerhaft navigiert hat. Er beschädigt das Boot. Er hat somit eine unerlaubte Handlung, Sachbeschädigung des Bootes, als auch eine Vertragsverletzung begangen. Der Mieter ist nämlich verpflichtet, den Mietgegenstand sorgfältig zu behandeln. Die Firma, welche das Boot vermietet hat, kann ihre Schadenersatzansprüche entweder auf OR 41 außervertraglich oder auf OR 97 in Verbindung mit OR 267 vertraglich stützen. Es besteht sogenannte Anspruchskonkurrenz. Trotz Anspruchskonkurrenz kann die Bootsvermieterin natürlich nur einmal den Ersatz ihres Schadens fordern, entweder vertraglich oder außervertraglich. Besteht Anspruchskonkurrenz, macht der Geschädigte mit Vorteil den vertraglichen Anspruch geltend. Stützt er seinen Anspruch auf OR 41, muss er dem Schädiger ein Verschulden nachweisen. Bei der vertraglichen Haftung findet eine Beweisumkehr statt. Gemäß OR 97 muss der Schädiger beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Bei der Haftung aus unerlaubter Handlung unterscheiden wir die Verschuldenshaftung und die Kausalhaftung. Verschuldenshaftung ist Haftung für eigenes Handeln. Hier habe ich zum Beispiel beim Fußballspielen die Scheibe des Nachbarn eingeschlagen. Hier schauen wir uns dann OR 41 im Detail an. Kausalhaftung ist Haftung für fremdes Handeln. Hier unterscheiden wir zwei Arten, die milden Kausalhaftungen und die scharfen Kausalhaftungen. Bei den milden Kausalhaftungen muss der Ersatzpflichtige nicht für eigenes schuldhaftes Verhalten haften, sondern weil eine Person oder eine Sache den Schaden verursacht hat, für die er die Verantwortung trägt. Bei den milden Kausalhaftungen kann sich der Ersatzpflichtige von der Haftung befreien, wenn er nachweist, dass er bei der Beaufsichtigung der Person oder dem Unterhalt der Sache die Sorgfalt aufgewendet hat, die ihm zugemutet werden darf. Beispiele sind die Geschäftsherrenhaftung, die Tierhalterhaftung, die Werkeigentümerhaftung oder die Haftung der Eltern für nicht volljährige Kinder. Die scharfe Kausalhaftung nennt man auch Gefährdungshaftung. Die Gefährdungshaftung knüpft an den Umstand an, dass manche Einrichtungen durch ihre bloße Existenz oder ihren Betrieb für die Umwelt eine Gefahr darstellen. Weil diese gefährlichen Einrichtungen aus dem Wirtschaftsleben in der Regel nicht mehr wegzudenken sind, werden sie vom Gesetz geduldet, der Betreiber untersteht aber einer besonders strengen Haftung. Das kennen wir beim Autofahren, die Motorfahrzeughalterhaftung, die im Straßenverkehrsgesetz geregelt ist. Weitere Haftungen gibt es für Flugzeuge, für Eisenbahnen, für Schiffe oder auch für Betreiber von Atomanlagen. Damit der Schädiger aus Verschuldenshaftung Schadenersatz leisten muss, müssen vier Tatbestandsmerkmale erfüllt sein. Die Handlung muss widerrechtlich sein, es muss ein Schaden entstanden sein, es braucht einen Kausalzusammenhang zwischen schädiger Handlung und eingetretenem Schaden und es braucht ein Verschulden, Absicht oder Fahrlässigkeit. Wenn diese vier Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, dann muss der Schädiger den verursachten Schaden ersetzen. Jetzt noch zwei Beispiele zur Verschuldenshaftung. Eines könnte sein, ein Schaden beim Fußballspielen. Beim Fußballspielen schlage ich versehentlich die Scheibe des Nachbars ein. Oder beim Fahrradfahren habe ich eine Passantin nicht gesehen und ich fahre sie mit dem Fahrrad um und sie erleidet Verletzungen. Ja, was ist dann genau ein Schaden? Ein Schaden ist immer eine Vermögenseinbuße. Das kann ein Sachschaden sein, es kann aber auch ein Personenschaden sein. Bei einem Sachschaden
sind das Reparaturkosten, Ersatzkosten oder Minderwert. Bei einem Personenschaden können das Heilungskosten sein, Medikamente, Pflegekosten, Verdienstausfall oder im schlimmsten Fall natürlich sogar Beerdigungskosten. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch den Entstehungsgrund aus ungerechtfertigter Bereicherung an. Das ist in OR 62 geregelt. Hier ein Beispiel mit einem Kaufvertrag. Der Verkäufer hat das Auto ausgeliefert. Der Käufer hat nun versehentlich den Kaufpreis zweimal bezahlt. Also ist der Verkäufer ungerechtfertigt bereichert, weil der Käufer schuldet den Kaufpreis ja nur einmal. Der Käufer kann nun die Doppelzahlung zurückverlangen und das erfolgt jetzt aus OR 62 aus ungerechtfertigter Bereicherung. Der gutgläubig Bereicherte muss nur den Betrag zurückgeben, um den er im Zeitpunkt der Rückforderung noch bereichert ist. Hat aber der gutgläubig Bereicherte die Bereicherung für notwendige Ausgaben, zum Beispiel Mietzinszahlungen, ausgegeben, so muss er die Bereicherung in vollem Umfang herausgeben. Es handelt sich um eine Ersparnisbereicherung. Gutgläubigkeit besteht, bis man sich der Bereicherung bewusst wurde oder bewusst hätte werden müssen. Wer mit der Rückerstattung rechnen musste, ist nicht gutgläubig. Er muss nun auf jeden Fall den vollen Betrag zurückerstatten. Auf diese Gesetzesbestimmung berufen sich Banken in der Regel bei offensichtlichen Irrtümern und Fehlüberweisungen. Wer also infolge eines Fehlers der Bank plötzlich eine Gutschrift auf dem Konto vorfindet, sollte sich nicht zu früh freuen. Die Rückforderung der Bank verjährt spätestens nach 10 Jahren. Was in der Absicht, einen rechtswidrigen Erfolg herbeizuführen, gegeben wurde, kann nicht zurückgefordert werden. Zum Beispiel Fälle, in denen eine Leistung zur Anstiftung oder Belohnung eines rechts- oder sittenwidrigen Erfolgs gegeben wurde, der sogenannte Gaunerlohn.